war ein bisschen spooky. Die läuft doch ganz langsam hier drin. Schnell raus da. Danke, Schätzchen. So, nun lesen. Wollte ich Öl? Krieg ich jetzt einen Keks? Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Gehen wir jetzt raus. Ich glaube, im Haus müssten wir auch alles... Ich denke mal, wir müssen uns erst was anziehen. Schatz, nimm den Mantel. Es ist wirklich kalt draußen. Warten wir hier. So bin ich früher auch rumgelaufen. Mit pinken Schneestiefeln. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Ich darf hier durch den Schnee. Ich glaube, so ein Schaukeln geht. Schubst du mich an, Aiden? Sind das die anderen? Halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Ja, so viel Schnee werden wir selten sehen. Zukunft. Vor allem zu Weihnachten. Okay, ich schwör's dir. Kommt ihr Nasen, alle auf mich! Erwischt! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Das war nix. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Er versteckt sich da hinten. Also, du bist der Beste. Hey, das ging daneben. Hey, Jody, willst du mitspielen? Nee, ich komme einfach nur so rüber. Komm mal schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Oh, ich soll die abschießen. Hey, das ging daneben. Komm schon, los, auf ihn! Er versteckt sich dahin. Hey, du kriegst mich nicht! Au, au, das ist
Treffer! Vor allem sie. Sie guckt einfach nach links und wirft dann so nach rechts weg. Komm schon, los auf ihn! Gar nicht hin, wo sie hin wird. Bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Ich glaube nicht, dass wir ihn erwürgen sollen, oder? Deswegen habe ich mal aufgehört. Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit. Wir gehen heim. Komm mit. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal gibt's richtig Ärger. Philipp, nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Okay, jetzt wissen wir, wo die Meinung der Eltern ihr gegenüber herrscht. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Ich glaube, das war's, oder? Es scheinen also nicht die leiblichen Eltern zu sein. Was gerade im Gespräch klang. Also ich könnte ehrlich gesagt auch nicht schlafen. So einem Aiden. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren.
Ja! Johnny! Ist alles okay? Ich glaube nicht, dass alles okay ist, wenn dein Kind schreit. Was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Mein imaginärer Freund ist beendet. Kein Keks gegessen. Man hätte doch einen Keks essen können. Gemein, das wusste ich nicht. Der Kondensator. Die BD wurden Morris entfernt. Na gut, das erklärt, warum in letzter Zeit alle mit Morris gespielt haben. Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfallen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Ja, wir tun's. Immer keine andere Wahl. Aber das Tobi, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn die das jetzt einfach nur geändert haben, dass du, das du nach dem zweiten Mal hängen kannst bei DVD. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Finde ich jetzt nicht so tragisch. So ein richtiges Mori, wenn du nach dem ersten Haken direkt gemorried wirst, ist auch nervig als Survivor. Verzeihung, Sie können hier nicht durch. Sie kann dort. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Der Herr. Das ist ein Albtraum. Das ist ein Sinn. Ja, was machen Sie denn hier? Gibt es irgendwelche Infos? Die sieht ganz schön wild aus. Sie verheimlichen uns etwas. Dieser Stein. Es ist unmöglich einzuhalten. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Gut, dann gehen wir jetzt mal nicht sterben. Wir müssen nach unten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Kann die eigentlich auch schneller laufen? Beeinflussen?
leuchtet denn hier so? Warning. So. Dann schicken wir mal Aiden los. Kannst du da was tun, Aiden? So, jetzt müsste es gehen. Ja, sehr gut. Ich hatte gerade überlegt, ob ich mit Aiden vielleicht noch einen Knopf drücken muss, dass der hochfährt, aber nee. Oh, ich glaube, das ist der, der uns als Kind abgeholt hat, oder? Ist sie deswegen jetzt so erschrocken? Das kann Aiden auch noch. Mach's gut, Kari. Schönen Abend dir noch. Wir sind auf jeden Fall im Keller. Mit dem kann ich nichts machen. Umdrehen, das Wort kenne ich nicht. Kann ich hier mit ihm eine Erinnerung nähe? Okay. Ist schon ein bisschen verrückt, was hier abgeht. Versuch's bitte von der anderen Seite. Ach so, von dem kann ich dann wieder die Erinnerung. Steuerung. So, musst du erst zu dem. Nee.
Ich dachte, ich soll bei dem da hinten irgendwie die Erinnerung prüfen. Ich weiß. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Die waren cool. Muss ein wieder ran? Der Decke sind schlecht. Vielleicht, wenn ich da hochkomme. Okay, einen hilft uns. So, da müssten wir eigentlich hoch. Nicht. Ist doch hier. Ist doch hier so ein Punkt. Mit dem nichts machen. So. Jetzt kann sie aber hoch. Weiß nicht, der ist zwar nicht weniger rutschig, aber hier kommt sie irgendwie hoch. Das Gitter öffnen. Aber da habe ich falsch gedacht. Noch mal Hände. Wie geht das mit dem Lenken? Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines Steppers. Okay, wir öffnen temporär ein Portal. Richtig? Ja. Hat das andere keinen Sinn gemacht. Und das jetzt nicht so abwegig. Ja, wir haben es offen. Nein, du solltest. Na gut, dann gehen wir halt da durch. Er hat so Richtung Soda-Dings da geguckt.
Okay. Nora hat uns hier hinten gedreht. Entschuldigung. Das Ding lag im Feuer und ist nicht kochend heiß. Naja, sie hat kurz gezuckt. Ich glaube, es war ein bisschen warm. Aber sie konnte es anfassen. Kommen wir hier rein? Natürlich hat sie sich jetzt geschnitten. An dem kleinen bisschen. Und das wird bestimmt Auswirkungen haben, dass sie da jetzt diese Wunde hat. Lebt noch wer? Ach da. Zu dir. Bitte geh weg. Geh weg, bitte. Oh Gott, nein, bitte. Ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein.